Unsere Reise geht weiter. Wir verlassen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen den Batavia-Hafen und fahren Richtung Volendam. Wir sind ja normalerweise eher so die Early Birds beim Fahren. Allerdings sind wir heute tatsächlich etwas später losgefahren, weil die Fahrt nach Volendam nicht ganz so weit ist. Und wenn wir da so früh ankommen, befürchten wir, dass da noch keine Liegeplätze frei sind. Deshalb heute etwas später. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Wir sind noch nicht weit gekommen, aber schon geht es los. Ich weiß nicht, ob es Fliegen sind, aber auf jeden Fall ist es eine Insektenplage, die um unser Schiff herumschwirrt. Ja, gefühlt ist es eigentlich gar nicht so windig, aber es ist trotzdem relativ wellig. Es sind diese kleinen, kurzen Wellen, die wir natürlich mal wieder irgendwie seitlich von hinten bekommen, die uns auch so ein bisschen ins Schaukeln bringen, was so auch nicht so richtig schön ist. So, geschafft. Volendam ist in Sicht. Wir müssen jetzt nur noch den ganzen Seglern ausweichen, die hier vor Volendam unterwegs sind. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Als wir auf die Einfahrt von Volendam zusteuern, sehen wir, wie da gerade ein Motorboot hinter der Fähre auch rauskommt und wie das da wirklich rausgeeiert kommt aus der Einfahrt. Und da wird uns klar, wir werden die Wellen in der Einfahrt oder kurz vor der Einfahrt genau von der Seite bekommen und werden da genauso reineiern. Deshalb werden wir da ein bisschen zügiger durch die Einfahrt in den Hafen fahren.